Boing, 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 höre ich schon springen. Da ist die Kiste. Chester. Hallo, Chester. Du kriegst mal ein bisschen was zu essen. Und komm mal mit. So, hier kommst du mit. Ja, sehr gut. Eine Schweinehütte. Das ist nicht viel und... Oh, ein Kistending. Was ist ein Kistending? Okay. Machen wir mal hier neben dem Wurmloch auch noch ein Lagerfeuer, wenn wir genug Steine haben. Jo, haben wir. Sehr schön. Wir hätten jetzt noch gerne eine Rüstung, die wir nicht bauen können, weil wir keine Forschungsmaschine haben. Dann muss die Spinne halt so sterben. Ich habe keine Lust, dass die hier nachts rumtigert. Es sind ein paar zu viele. Schon besser. Zurück zum Feuer. Wir hätten gerne Essen. So, wir sind bei 180. Ich esse jetzt mal die Flügel und nicht den eigentlichen Schmetterling. Und es geht nicht runter und heilt immer noch. Okay, also hatte ich letztes Mal echt einen Fehler gemacht. Das heißt, Schmetterlinge farmen wäre immer noch eine super Möglichkeit, um die Lebenspunkte hochzukriegen. Wobei das für mich ja schon fast Cheaten ist. Weil man kann die Schmetterlinge im Netz aufheben, kann damit dann überall Blumen hinsetzen und hat dadurch unendlich viele Schmetterlinge. Und dadurch quasi unendlich viele Möglichkeiten, sich schnell hochzuheilen. Das muss noch balanciert werden. Und bis das balanciert wurde, lassen wir das erstmal. So, wir riskieren mal ein End aufzuwecken. Also haben wir wenigstens was zu tun in der Nacht. Zack, 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 zack. Ja, ich sollte beim Feuer bleiben. So, und der kleine Chester. Ich habe den Verdacht. Ich nehme die Sache mal wieder raus. Ich habe nämlich den Verdacht, wenn wir ins Wurmloch springen, kommt er nicht hinterher. Allgemein weiß ich nicht, wie sehr ich ihm trauen kann. Also nicht ihm charakterlich, sondern ihm, wie er programmiert wurde. Der schläft zum Beispiel. Also wenn wir nachts unterwegs wären, würde er hinten bleiben. Kann aber auch gut sein, dass er immer wieder kommt. Also man hat den Knochen dabei und egal wo man ist, ist er so programmiert, dass er dann vom Bildschirmrand einfach angetackert kommt, egal wo er vorher war. Ja, alles ausprobieren. Erstmal noch ein bisschen Essen. Noch viel mehr Essen. Hat ja fast einen Wilson-Magen, die Gute. So, und was ist dieses Box-Dingens? Shift. Es beinhaltet einen Lebensfunken. Ah, das könnte ein Teil der Maschine sein, wenn man hier wegkommt. Das hatte ich ja in meiner alten Welt bemängelt. Ich hatte nämlich gehört, dass man eine Maschine bauen kann, mit der man die Welten wechseln kann. Aber die wird in den alten Welten nicht generiert. Deswegen haben wir die alte Welt an sich überhaupt abgeschoben. Um genau das hinzubekommen. Das war hier irgendwo, ne? Es wurde nämlich auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass wenn ich mal ein Teil finde, ich mich in der Nähe umsehen soll. Okay, das machen wir einfach mal. Zusammen mit Chester. Der Name ist echt cool. So, und du Schwein. Genau, du Schwein. Du stirbst jetzt mal. Oh, die halten inzwischen mehr aus. Oh, und teilen noch mehr aus. Das war jetzt ja übel. So viel mal zum schnellen Schweinefarmen. Ein Lebenspunkt. Ja, wir brauchen Schmetterlinge. Oder einfach nur Zeit. Aber ich hätte schwören können, hier wäre dieses Holzdingens gewesen. Aber hier sind keine anderen Sachen. Nur Bienen. Ich hätte gerne Schmetterlinge. Da ist ein Vogel. Ich würde ungern länger hier bleiben, sonst kommen gleich wieder die roten Bienen.
Und kann es sein, dass wenn irgendwo Bienen sind, dass dann keine Schmetterlinge da drauf spawnen? Das sieht mir fast so aus. Oh, da ist einer. Den müssen wir jetzt nur irgendwie erwischen. Und mit Leertaste geht das nicht. Das ist ja schon mal sehr doof. Das heißt, ich muss direkt unter dem Schmetterling sein und dann ihn angreifen. Oder wenn er irgendwo hängen bleibt. Der Kampf bleibt irgendwo hängen. Schmetterling ins Wasser treiben? Da müssen wir uns Besseres ausdenken. So, können wir dich treiben? Ja, können wir. So, boah, was für ein Akt. War schon mal ein paar Lebenspunkte. Und wenn die auf Blumen sind, können wir sie kurz erwischen, so wie es aussieht. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht so ein Bienen-Dingens. Und im Hintergrund immer boing, 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 boing. Ja, oh. Oder ich kann vor ihn laufen. Und dann zuhauen. Das verbringen wir einen halben Tag damit, doofe Schmetterlinge zu fangen. Besser gesagt, zu töten. Ja, wäre wahrscheinlich wesentlich einfacher, ein Schmetterlingsnetz zu bauen, das auf den Boden zu schmeißen und dann umzubringen. Wobei die Schmetterlinge dann sofort wegfliegen und nicht wie die Vögel liegen bleiben. Das ist schon... Nee. Natur ist so langweilig. Okay. So, noch eine Schweinehütte. Noch eine Schweinehütte. Was bist du? Ein metallenes Kartoffelding. Was ist denn ein metallenes Kartoffelding? Ein Regending. Okay. Also hier liegen schon mal mehr Sachen rum, aber das ist ganz schön weit weg von dem Holzding. Kann ich die jetzt irgendwie kombinieren? Nö. Nehm nur Platz weg. Super. Gucken wir mal. Aber wir haben jetzt keine Steine mehr für ein richtiges Lagerfeuer. Aber da muss halt so ein kleines herhalten. Na, mal können wir ganz kurz gucken, wie viel Gold drin ist. Na, leider nicht. Aber mehr Steine. Den Hasen lassen wir mal. So, was haben wir da? Ein Crank-Ding. Okay, oh. Ein Holzding. Nichts Gutes kann hieraus entstehen. Holzding. Crank-Ding. Metall-Potato-Ding. Ring-Ding. Wow. Aktiviere Holzding. Ich bin ja schon neugierig. Aber ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Also ja, mir wurde gesagt, man kann damit Welten wechseln, aber wer weiß, ob man nicht vorher gegen irgendwas kämpfen muss. Und unsere Lebenspunkte sind gerade nicht besonders gut. Ah. Na komm. Nee. Journey onwards. Dies wird deine jetzige Welt zerstören, aber du wirst dein Inventar behalten können. Oh. Oh. Nee, ich denke, ich bleibe hier. Das ist doch mal schick. Und es wird auch angezeigt auf der Karte. Ja, sehr gut. Also ich speise mal ganz kurz ein wenig Tanzapfel mal drauf. Das heißt, sobald wir einigermaßen gut ausgerüstet sind und hier keine Stelle finden, die wir wirklich als permanenten Wohnsitz nehmen wollen, gehen wir einfach hier hin. Und springen zur nächsten Welt und suchen da eine ordentliche Stelle. Wobei, das Wurmloch hier führt dahin. Das Wurmloch führt irgendwo hin. Hier hinten waren Yaks. Aber dafür keine Wurmlöcher und andere Sachen. Nee.
Nee. Außerdem bin ich neugierig, wie das Ding da funktioniert. Also ich denke mal, wir rüsten uns jetzt noch ein bisschen weiter aus. Lassen unsere Lebenspunkte voll regenerieren. Ich könnte auch mal kochen. Und dann springen wir da einfach mal rein und gucken, wie das denn funktioniert. Ist ja alles zum Austesten und so. Was haben wir noch? Forschungsmaschine können wir knicken. Wir können die ganzen Karotten verkochen. Dann werden wir ein wenig haltbarer. Denke ich einfach mal. Aber die Sachen für die Maschine waren jetzt doch ein wenig verstreut. Ich denke mal, sobald man einen Teil gefunden hat, muss man sich einfach in einer näheren Umgebung umgucken und findet dann schon den Rest. Scheint also nicht allzu schwer zu sein. Ja, der Vogel setzt sich da einfach drauf. Ja, das scheint der Typ von ganz am Anfang zu sein, der uns aufweckt. Also der Teufel oder was auch immer der darstellen soll. Aber ja, ich glaube, Teufel passt ganz gut. Ja, gut, testen lässt man noch was anderes. Chester, du bekommst jetzt eine Beere. Mehr Brennmaterial. So. Und morgen früh springen wir einfach mal durch das Wurmloch da. Oh ne, wir laufen zu dem Wurmloch da unten. Springen in das Wurmloch rein und gucken, was mit Chester passiert. Damit wir schon mal wissen, wie sehr wir ihm trauen können. Beziehungsweise seiner Spielmechanik. Geistige Gesundheit scheint soweit okay zu sein. Könnten noch den Baum da weghauen. Kein End, sehr schön. Und das mit den Schweinehütten fand ich auch ganz schön fies. Also dass die jetzt plötzlich zwei, dreimal so viel aushalten wie vorher. Jedenfalls gefühlt. Na, wahrscheinlich auch nur, um zu verhindern, dass es zu sehr ausgenutzt wird. Oh. Warum? Achso, wenn wir zu weit weggehen, kommst du hinterher. Ist ja so ein bisschen wie bei den Small Birds. Unseren Jungs. Na? Aber jetzt ist eh Tag. Na, okay. Also Maschine lassen wir erstmal hinter uns. Wir folgen dem Weg nach unten zum nächsten Wurmloch. Da ist ein doofer Truthahn, den ignorieren wir. So, wir müssen da lang. Also wir achten jetzt absolut nicht auf Chester. Spielen einfach so, als wenn es ihn nicht gäbe und gucken dann, ob er hinterherkommt. Also wir laufen extra schnell auf Wegen, gucken nicht, ob er wirklich hinter uns ist und so weiter. So, bisher sehe ich ihn nicht. Oh, wir sind unten. Ah, hohoho. Also, Fakt 1, hier sind überall Steine. Schon mal sehr schön. Fakt 2, wir sind in der Nähe von den Yaks gelandet. Fakt 3, zwangsweise, da wir durch ein Wurmloch hierher gekommen sind, ist hier ein Wurmloch. Also haben wir Steine, Yaks und Wurmloch an einem Platz. Und, Kanickel. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob hier unten wirklich die Yaks waren oder ob die weiter oben waren. Und nebenbei nehmen wir mal ein, zwei Blümchen mit. Und ich sehe keinen Chester. Also wenn er durch Wurmlöcher hinterherkommen kann, dann ist das irgendwie verzögert. Und hier sind die Yaks. Sehr, sehr schön. Okay. Das heißt, wir werden die Maschine jetzt erstmal nicht ausprobieren. Ich will jetzt endlich mal das hinbekommen, eine richtig schöne Basis aufzubauen mit Steinmauern, Bodenplatten und allem, was dazugehört. Müssen wir uns jetzt nur einen ordentlichen Platz suchen. Also ich werde es diesmal, glaube ich, nicht am Wasser bauen. Denn das Wasser war ja so doof wegen dem Zugang. Also man kann nicht direkt am Wasser bauen. Es gibt immer am Rand so einen kleinen Zugang. Und so einen kleinen Randzugang als Haupteingang zu benutzen, fände ich doof. Das heißt, wir suchen uns wahrscheinlich einfach irgendeine Stelle in der Mitte. Zwischen Yaks, Stein und dem Wurmloch. Und bauen das Ding da auf. Also irgendwo hier rum. So, wie fangen wir am besten an? Erstmal zwischendurch was essen. Jo, jo, jo. Oh, schon voll. Sehr gut. Wir brauchen eine Forschungsmaschine. Wir brauchen also erstmal Gold. Wir brauchen eh jede Menge Stein.
Sobald wir die Forschungsmaschine haben, können wir unsere ganzen Steine bis auf 12 Stück für das Lagerfeuer auch gleich mal weiterverarbeiten zu geschliffenen Steinen. So, ein Gold haben wir schon mal. Dann brauchen wir auch gleich eine Schaufel, um die ganzen Grasbüschel hier wegzusortieren. Und eine Pitchfork, um die Bodenplatten auszuheben. So, also Schritt für Schritt. Wollen wir jetzt hier wirklich... Oh, wir können am Ende des Weges das Ding jetzt bauen. Hier. Das klingt doch schick. So. Also gut, dann machen wir hier ein schönes Quadrat hin. Mit dem Haupteingang hier. Das heißt, hier kommt unser Lagerfeuer hin. Lagerfeuer groß. Da. So. Forschungsmaschine. Daneben. So. Und jetzt hätten wir gerne Werkzeug. Eine Schaufel. Wir hätten gerne Werkzeug. Eine Pitchfork. Wir hätten gerne das Holz gestapelt. Und Bretter. Und wir haben keinen Platz mehr. Ja, das kennen wir schon, das Problem. Wir müssen demnächst Kisten bauen. Nee. Wobei das eines der Probleme hier ist. Das heißt, wir müssen irgendwann durch das Wurmloch springen. Kommen wir da raus. Und dann müssen wir hier ein paar Tannenzapfen uns organisieren. Und wir bauen einfach jetzt hier welche an. Nicht in der Nähe unserer Basis. Das Problem hatten wir schon mal. Und wir sollten sie auch anpflanzen und nicht hinschmeißen. So. Machen wir hier so einen 3x3 Block. Warten, bis der auf Maximum gewachsen ist. Hacken die dann ab, bauen einen neuen 3x3 Block und so weiter. Damit wir nicht das Problem haben wie letztes Mal, wo die alle so unterschiedlich gewachsen sind und wir teilweise auch zu viel hatten davon. So, aber jetzt speichern wir es mal ab und sehen uns gleich wieder.